Der Anwendungsbereich, den man normal mit 5 Meter freizuhalten hat, hier sind knapp 1,5 Meter, wird mit 15 Euro verwarnt. Der Klassiker, der Anwendungsbereich durch parkende Fahrzeuge versperrt. Mit großen Fahrzeugen, auch von der Feuerwehr, kann da nicht passiert werden, also klar, die Kurve ist gar nicht zu nehmen. Ja. Im Ernstfall wäre es natürlich so, dass die Feuerwehr zu spät kommt oder halt auch irgendwie Behinderungen durch weitere Verkehrsteilnehmer dann entstehen könnten. Ja, wir machen heute die Kontrollfahrten vor allen Dingen aus dem Grund, um sicherzustellen, dass die Kameraden der Feuerwehr an die Einsatzorte kommen. Wir stellen vermehrt fest, dass die Straßen sehr zugeparkt werden und die Durchfahrten oft nicht mehr möglich sind. Wir haben deshalb bereits vor einigen Tagen angekündigt, dass wir das jetzt vermehrt kontrollieren, um sicherzustellen, dass im Ernstfall die Feuerwehr an ihren Einsatzort kommt. Also heute ist hier alles frei. Ich würde mir wünschen, dass das im Einsatzfall genauso aussieht.